Herzlich willkommen zum heutigen Krabbelgottesdienst, in dem es um Gesetze, Gebote, Spielregeln, Regeln geht. Und mit dabei ist natürlich wieder unser Rudi Rabe, der sich ganz besonders freut, denn Rudi hat heute Geburtstag. Ich habe auch eine Kerze für ihn angezündet. Gell, Rudi, das magst du. Oh ja, das mag er. Und an einem Geburtstag, das weißt du, kriegt jeder Geschenke. Ich habe was für dich, Rudi. Guck mal, ist das was Nettes? Hm? Oh ja, Rudi freut sich. Hm? Das ist was ganz Tolles für Rudi. Und Rudi, packst du es in dein Zimmer? Ja. Ich habe aber noch eine Überraschung für Rudi, denn Tante Egonia hat ein Geschenk abgegeben. Ich zeig's mal. Guck mal, Rudi. Ein Geschenk nur für dich? Hm? Wie ist das? Tante Egonie denkt immer an dich. Die war dabei, als du getauft wurdest. Wollen wir mal schauen, was drin ist? Ich helfe dir ein bisschen. Rudi, das ist, was ist das? Ich glaube, es ist eine Socke. Hm? Ich glaube, Rudi mag die Socke nicht. Rudi, das ist eine schöne Socke. Wenn es kalt ist, kannst du Socken anziehen. Hm? Hey, wenn man was geschenkt bekommt, dann muss man das ehren. Dann darf man nicht einfach die Sachen wegwerfen, auch wenn du das nicht magst. Darum geht es heute im Gottesdienst. Es gibt Spielregeln. Wenn dir jemand etwas schenkt, was sagt man da? Das habe ich jetzt nicht gehört. Man sagt Danke, ja? Und die Socke, darüber wirst du dich freuen im Winter, da bin ich sicher. Pass mal auf, darum geht's heute im Krabbelgottesdienst. Wir fangen an. Einfach spitze, dass du da bist, einfach spitze, dass du da bist, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, dass du da bist, einfach spitze, dass du da bist, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lasst uns stampfen, einfach spitze, lasst uns stampfen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lasst uns stampfen, einfach spitze, lasst uns stampfen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lasst uns klatschen, einfach spitze, lasst uns klatschen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lasst uns klatschen, einfach spitze, lasst uns klatschen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Guten Morgen, Gott. Wir sind heute hier, um Gottesdienst zu feiern. Wir sind hier, um dein Wort zu hören. Wir möchten wissen, was du uns zu sagen hast. Sie gibt uns offene Ohren und Herzen für dich und uns. Amen. Ich lese nun aus der Kinderbibel vor, weil, dass es Regeln gibt, das geht auf Gott zurück. Hier ist meine Kinderbibel und die hat was ganz Tolles, nämlich hat auch das Bild, was damals geschah, als Mose die Regeln von Gott bekam. Ich lese dir mal vor, was da steht. Rudi, komm. Ich bin der Herr, dein Gott. Deshalb sollst du keinen anderen Gott anbeten. Denn ich bin der Gott, der dich behütet und beschützt. Du willst dir kein Bild von mir machen und sagen, so sieht Gott aus. Du wirst liebevoll von mir sprechen, gell, Rudi? Du wirst am Ende der Woche einen Tag ruhen, um Zeit mit mir zu verbringen. Du wirst mit deinen Eltern sanftmütig umgehen. Du wirst nicht morden. Du wirst deine Frau oder deinen Mann nicht im Stich lassen. Du wirst nicht stehlen. Du wirst nicht lügen. Du wirst nicht neidisch sein auf Dinge, die jemand anderes hat. Siehst du, Rudi, das alles steht in der Bibel. Gottes gute Regeln, die schützen uns überall.
sowohl wenn wir zu Hause sind, wie auch draußen in der Natur. Und darum geht es in dem folgenden Lied. Komm, bau ein Haus, das uns beschützt. Pflanz einen Baum, der Schatten wirft. Und beschreibe den Himmel, der uns blüht. Und beschreibe den Himmel, der uns blüht. Komm, bau ein Haus, das uns beschützt. Pflanz einen Baum, der Schatten wirft. Und beschreibe den Himmel, der uns blüht. Beschreibe den Himmel, der uns blüht. Nun hören wir vom Baum. Ich lese Psalm 1. Es wird dir gut gehen, wenn du darüber nachdenkst, was Gott gefällt und seine Regeln hältst. Dann bist du wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen. Es soll dir zum Wachsen nichts fehlen. Du sollst grünen, blühen und dein Leben wird gute Früchte bringen. Dein Leben soll dir gelingen, denn Gott kennt deinen Weg und geht ihn mit. Rudi, in der Bibel steht, das haben wir gerade gehört, dass wir glückliche Bäume, die Menschen und auch die Tiere natürlich sein werden, die sich an Gottes Spielregeln halten, die Gottes Regeln achten und ehren. Bin ich am Überlegen, was für ein Bäumchen wärst denn du gerne? Mit welchen Früchten oder Blättern? Magst du mir das zeigen? Oh, du bist schon dabei. Okay, malst du das? Ich bin mal gespannt, ob wir das rauskriegen. Ich helfe dir ein bisschen. Das ist wohl der Stamm, Rudi, oder? Und jetzt willst du noch eine Farbe. Grün. Na gut, grün. Oh, Rudi, ich ahne, was das ist. Habt ihr auch gesehen, was Rudi gemalt hat? Er hat gemalt einen Tannenbaum. Guck mal, der passt genau zu dir. Du mit deinem spitzen Schnabel. Du tust die Menschen gerne ein bisschen pieken, gell? Nun sind wir gespannt, was für Bäume ihr gemalt habt und was ihr für glückliche Bäume seid. Wenn ich nur ein glücklicher Baum wäre, wäre es ein Schmetterlingsbaum. Weil dann hätten alle Schmetterlinge in mir ein Zuhause. Gerne einen Apfelbaum, weil dann alle Vögel zu mir kommen und auch alle Bienen und ich trage leckere Früchte. Manoa, was willst du für ein Baum sein? Ein Rollentraktorbaum. Und warum? Weil es so interessant ist und weil es so toll ist. Lieber Gott, danke für deine guten Regeln. Bitte hilf allen Menschen, sich daran zu halten. Dann können wir einander vertrauen. Dann brauchen wir keine Angst mehr zu haben. Hilf, dass Menschen einander nicht mehr töten. Dann hören Krieg und Gewalt endlich auf. Hilf, dass niemand anderen etwas stiehlt. Hilf, dass alle Menschen genug zum Leben haben. Dann muss niemand stehlen. Hilf, dass wir nicht über andere Lügen erzählen. Und dass niemand Lügen über uns erzählt. Hilf, dass wir in unseren Familien gut zusammenleben können. Hilf uns, nicht neidisch zu sein auf andere. Das macht uns bloß schlechte Laune. Hilf allen Menschen, sich gegenseitig zu helfen. Hilf allen Menschen, freundlich zueinander zu sein. Das ist oft ganz schön schwer,
Darum brauchen wir deine Hilfe. Amen. Halte zu mir, guter Gott, heute den ganzen Tag. Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. Halte zu mir, guter Gott, heute den ganzen Tag. Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. Du bist jederzeit bei mir, wo ich geh und steh. Spür ich, wenn ich leise bin, dich in meiner Nähe. Halte zu mir, guter Gott, heute den ganzen Tag. Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. Gibt es Ärger oder Streit und noch mehr Verdruss, weiß ich doch, du bist nicht weit, wenn ich weinen muss. Halte zu mir, guter Gott, heute den ganzen Tag. Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. Meine Freude, meinen Dank, alles sag ich dir. Du hältst zu mir, guter Gott, spür ich tief in mir. Halte